Aber Sepp ist jetzt wieder bei Dennis in der Nähe. Während die anderen noch an den jeweiligen Ecken ihrer Naja, die haben sich Position halt sitzen. eingegraben. Wo ist denn jetzt Genau. Sepp? Jetzt habe ich Sepp verloren. Naja, erstmal zu Sepp wieder gehen. Der macht ja auf jeden Fall die meiste Action hier. Der Hardy brennt immer noch nicht. Oder? Da muss ich Nee, mal gucken. Hardy Sonst muss brennt ich das mal nicht. beschleunigen, weil eigentlich sollte er das. Ja, keine Ahnung. Also, der brennt bei mir nicht. Komisch, wir Hardy hatten ist das ungefähr 10-mal unbrennbar. getestet und das hat immer geklappt. Der große Hardy brennt nicht. Aber er So, gucken wir leuchtet nochmal jetzt die ziemlich anderen krass dank uns der an. Lava. Hardy hat noch keine Rüstung. Okay, krass. Wieder auch nicht. Wow. Kriegst ja Kriegst schon ja nur die richtig weit. Hälfte. Dennis sehe ich jetzt gerade nicht, ob der eine Rüstung hat. Das Kriegst ist ja, gerade nee, der hat verdeckt, den leider Boden, der Sepp. baut gerade. Ein Ofen, der brennt sich Stein. Warum brennt er sich Stein? Na, ich meine, ist er nicht der erste Lutscher, der rausgeflogen ist? Peter hat auch noch Das ist nichts. korrekt. Weil ich glaube, so schnell war, ist doch keiner das Battle Season rausgeflogen. Selbst Ich Bram nicht. Ich denke, glaube, ich habe ihn nur, ich glaube, jeder hat ihn du hast unterboten. sogar den Varo-Rekord gebrochen. Echt? Boah, Ja, übel. der war bei 78 Sekunden. Übel. Lol, Aber das dürft ihr Moment. gerne mal in den Sepp Kommentaren und. nachzählen. Hä, wer ist denn? So, ich kann jetzt zu dir. Ach so, du brennst gerade ihn an. Ja. Mach doch einfach noch so ein Lava-Köpfchen oben drauf. So ein Lava-Pfützchen. Nee, das würde die Wirkung fehlschlagen. Okay. Im Grunde sollte er wirklich von oben abbrennen, genauso wie er es jetzt tut. Okay. Guck ich mir nochmal hier die anderen. Also Peter ist am Chillen. Lol. Dennis hat, glaube Bram ich, ist nur an Sepp. Schuhe an. Bram ist an Sepp. Ist er? Ja, Bram hat Sepp gesehen. Bram und Sepp sind übelst aneinander. Meine Ego-Perspektive Sepp von hat aber Dennis. Bram noch nicht gesehen, glaube ich. Dennis am Hier mal Schleichen? gucken. Ja. Ja gut, kann er ja nicht, wenn er baut. Das hört man Wir Sepp hat gucken mal. getrollt. Oh, jetzt wird's los. Jetzt geht's los. Und Bram geht ran. Bram geht ran und Sepp merkt's nicht. Das war's. Sepp ist down. Ja, damit ist Sepp auch draußen. Da switche ich mal hoch. Bram hat ihn erschlagen. Nein, wie hat er mich denn in der Nacht hat er mich überrumpelt? Sepp, du Warum bist hat in der er dich Mittelfront. gesehen? Er hat dich Warum hat der gefunden. Bram denn mich in der Nacht überrumpelt? Er war die ganze Zeit relativ nah aneinander, nur dass Bram die ganze Zeit im Boden war und du außerhalb. Oh shit, ey. Shit. Also Sepp, du bist nicht der Oberlutscher. Alter, ja, Bram hat wohl diesmal ein bisschen besser abgeschnitten. Ja, aber Favorit ist Willkommen im für mich im verlorenen Moment See. noch Chris. Scheiße, Er hat die warum? beste, weil er die beste Rüstung hat. Hat er schon eine gefunden, oder was? Der hat schon fast ganz Eisen weg. Ganz Richtig, Eisen der hat fast drauf. volle Rüstung. Wo hat er die her? Gegraben. Gefarmt? Er gefarmt. Echt? Ja, ich wollte auch Oh. eigentlich farmen. Ich guck auch mal durch. Ich habe total viele Kisten gefunden. Ja, ich Total weiß, dann haben gut. wir ja schön zu. Oh, guck mal, Hardy. Hardy macht Scheiße. Oh, Hardy ist Okay. am Rand. Du nimmst die Losers Lounge auf, das heißt, ich müsste gar nicht mehr aufnehmen, Ne, du oder? musst jetzt nicht mehr capturen. Ich bin der Okay. captured. Dann, liebe Freunde, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wir gucken mit dem Jay jetzt noch weiter zu und ihr könnt aus Jay seiner Sicht natürlich alles Weitere und natürlich später auch die Gewinner dann sehen. Also bis dahin. Schade, dass das echt schon Ende war. Ohne Scheiß, ich habe den auch nicht gehört, wie der bei mir reingekommen ist. Echt schade, ich ärgere mich ein bisschen. Mann, so schön angefangen. Ich habe so viele geile Truhen Was gefunden. hast du denn alles gefunden in den Truhen? Ach ja. Leute, haut rein, bis dahin. Tschüss. Was hast du alles bekommen? Alter, wie tief Hardy ist. Krass, Hardy macht das mit die mega defensive Taktik. Lol. Glaube, der will noch mal gewinnen, wa? Ja, der geht auf Diamanten, oder? Kann das sein? Ich habe. Kann sein, ich habe. Soll ich mal eben kurz. Du kannst mir erzählen, was du gefunden hast. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich weiß ja nur, wo du warst. Das habe ich gesehen. So schnell war ich schon tot, als du den Hardy bestiegen bist. Weil ich hab vorher halt die eine Burg gefunden, wo du alles enchanten kannst und alles. Die hatte ich gefunden. Und sonst, ja, war
die Hardy-Truhe, da war ein Bogen drin mit Essen. Und in der anderen Truhe in der Burg, da war eine Eisenpickaxe und eine Eisen-Axt drin und noch ein Zaubertrank. Ja, den hat sich gerade Dennis einverleibt. Ja, echt, ey. Man muss auch sagen, dass du dich reingebaut hast von der einen Seite und nicht die offensichtliche Tür genommen hast, war klug, weil du hast dann, als du die Treppe hochgegangen bist, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, die Lava, die runterkam. Ja, alles ist voll mit Lava, das ganze Steingebäude, was du da gemacht hast, ist voll mit Stein, mit Lava gekommen, geflossen. Da, wo du die Kiste unten aufgemacht hast, wo du halt runter die Treppe runtergegangen bist, das ist alles voller Lava. Was? Warte mal, ich guck gerade mal. Ja, hast du die denn gesehen? Also hochgegangen? Ich habe gar keine Lava gesehen. Wie sie alle unter der Tage. Lol, ich hab die nicht gesehen. Die ist direkt, als du rausgegangen bist, hättest du sie kurz zur Seite drehen müssen, hättest du sie gesehen. Wie sie Lol, ich hab die überhaupt gar nicht gesehen. Boah, ich hab direkt die richtige Wand genommen. Alter, ich wär so abgefackelt. Du hast sie direkt die richtige Wand genommen. Du richtig hart abgefackelt. Boah, krass. Wir gucken uns jetzt nochmal hier die Map an, während die anderen ja hier unter Tage sind und es nicht so spannend ist. Mal gucken, was hier noch so gebraucht wurde. Oh, oben drauf war ja auch noch Enchantment und so. Das ist ja cool. Genau. Also wer oben drauf geklettert, wer hätte auch noch was gefunden, genau. Mich hätte jetzt mal interessiert, was mit der Hardy-Figur ist. Die brennt einfach nur ab. Die brennt gerade ab. Ach, die brennt ab. Ich habe Hardy einfach getötet. Quasi, ja. Das ist die Siegerstatue von der letzten Battle-Season und die brennt jetzt hier einfach. Konnte man da nicht rein? Nee. Kannst du ja auch wohl den Schatz bauen. Kannst du tauchen, folge den Lichtern. Was? Okay. Der spoilert schon alles. Was heißt, wer weiß, ob man das überhaupt sieht? Ja, das sehen stimmt. Wir. Also deswegen werde ich jetzt, während da gerade nicht so viel passiert, Alter, wow. Wie tief man. Also da unten. Als ob das mal überlebt. Da unten war Bram in Spawn in der Nähe. Deswegen haben wir da extra noch so ein kleines Schiffchen, das, Hafen hingebaut. Fein. Aber nochmal zu den Rüstungen. Der Bram ist so ein abgefuckter Motherfucker, ey. Jetzt hat er meine coolen Sachen gekriegt, ey. Ist der nachts draußen rumgerannt oder was? Oder wie hat der. Nee, der hat gegraben. Du bist halt. Du hast über dich. Er war unter dir und du hast dich halt einfach über ihn eingegraben. Oh nein. Oh, was ein Pech. Oh nein, das. Oh, da vorne ist dem sein Eingang. Und da ist meiner. Oh nein. Ey, wie viel Pech kann man denn bitte haben? Der war ärgerlich. Oh Mann, ich hab so schön angefangen hier. Shit, du hattest auch keine Rüstung, ne? Ich hatte gar nicht, ich bin ja auf Thronensuche gegangen. War eigentlich gar nicht so schlecht. Dass die alle genug Fressen gefunden haben. Ich hatte voll viel. Also es war relativ viel Tiere neben dir. Ich hatte eine Kuh gefunden. Ja. Echt? Ich bin ja auch einmal quer über die Map gelaufen, dabei habe ich einfach alles Mögliche gekillt. Das ging schon gut. Okay, ich habe das Tauchding gefunden. Oh, da ist noch ein Tempel. Oder sowas. Ja, den Tempel, den habe ich auch gefunden. Oder wo bist du gerade, Jay? Den Dschungeltempel, so ein Dschungeltempel. So ein da ist aber leider nichts drin. Ja. Oder ist da noch was drin, außer Crafting? Da ist was Falltür drin. Da ist ein Enchanting-Table. Aber eine nicht guck mal, da bist du wahrscheinlich rausgegangen. Naja, aber da war so unten drunter oder so, war ein da nichts. Amboss? Ne? Oh. Lol. Ach doch, da geht's noch runter. Lol. Da geht's noch mal runter, ja. Wow! Wie hätte, okay, krass. Wie hätte man denn da reingekonnt? Von oben. Da ist ist eine Treppe sogar außen bei dem Ding. Krass. Über die Lianen und da ist sogar eine Treppe, wo man schon rein kann. Ach, außen über einen Stein oder was? Genau da, hier. Wo du gerade bist, ist die Treppe. Oder wo du gerade warst, hier. Ja. Genau, ansonsten einfach über die Lianen hochklettern. Ja, hoch. Und dann kommt man da halt rein. Ach, und dann über die Falltür oder was? Genau, oder hier einfach hier durch. Ach so, oh lol, ich geh doch nicht die Falltür runter. Nee, bestimmt nicht. Leben nicht. Aber wie komme ich denn dann da weiter runter? Und noch in der Seite Bereich. Ist, glaube ich, ein Loch. Ja, hier sehe ich kein Loch. Doch, hier an der Seite ist ein Loch. Da ist so ein gewisses Dingensbummens hier. Da, wo ich bin. Ach so, ein Schalter. Da ist ein Schalter. Ah ja, okay. Mhm. Ohne, dass man verreckt, oder was? Ohne, dass man verreckt, ja. Ui. Was finde ich denn da? Die Animation ist eigentlich ganz cool, aber gut. Das sehen wir jetzt wahrscheinlich leider nicht mehr. Oh, Peter hat sich mittlerweile angekleidet. Genau, das wollte ich gerade sagen. Update zu den Rüstungen. Alle außer Hardy haben jetzt schon einen Teil ihrer Rüstung. Christian ist richtig übel. Christian ist, glaube ich, fertig. Oh ja. Hat Hardy sich denn richtig
Ah, der hat sich komplett. Hadi ist richtig tief unten. Wenn du mal, du kannst ja mal außerhalb der Wände fliegen, dass siehst du, was alles gebaut hat. Was macht der denn da? Der macht voll den Irrgarten. Ja, echt, ey. Vor allem dann voll tief gegangen, jetzt geht er wieder hoch. Wahrscheinlich will er erstmal Eisen dann doch finden. Christian brennt hier noch fleißig. Ja, sehr fleißig auf jeden Fall Eisen. Kann ja immer durch die Unterwelt fliegen, aber hier sieht man auch keinen von den anderen in der Nähe. Nee, das ist komplett auf der anderen Seite. Sepp, du kannst hier gerne mal die Karte aufmachen. Ich habe ja unten den Link reingepostet. Kannst weil du ja mir gar die nicht Karte auf, den, auf mein Handy setzen? Schicken, den Link. Das kann ich machen, ja. Vielleicht kann ich hier damit dann abgucken, ohne zu minimieren. Mach ich. Ich glaube, mein Rechner ist schon hart vorm Abkacken, weil mein Bram ist auch jetzt mittlerweile da. Bram, oh, Chris. Ja, Bram hat auch schon Rüstung. Peter hängt noch ein bisschen hinterher und Hardy ist halt Hardy. Der hat sich verpisst und ist halt keine Ahnung was. Er macht halt, ich weiß gar nicht, was er da die ganze Zeit craft macht. Boah, ich hätte mich so gefreut, wenn in der Hardy-Statue was richtig Geiles drin gewesen wäre. Es ist ja voll offensichtlich eigentlich, ne? Ja, aber genau deshalb. Naja, gut, das kann natürlich sein. So, geil, guck mal, da sehe ich die Map wunderbar noch parallel. Voll gut. Was hast du dir eigentlich bei den Schildern gedacht, Sepp, als du da alle vier Lämpchen angemacht hast? Meinst du, der explodiert ist oder sowas? Was hast du gedacht? Nee, ich hatte gedacht, die Türen gehen auf und ich kann dann in den Hardy rein. Hardy und Bram sind relativ nah aneinander. Mal gucken, was sie sehen. Da ist Hardy. Ich hätte gedacht, dann geht es auf und dann kann ich rein. Innen drin ist voll die übelste Truhe mit übelstem Shit. Wo ist Bram? Du siehst ja auch, Jay, da die Rüstungen, also und die untere Zeile, siehst du ja, wie viele Rüstungen die alle haben. Also Dennis und Chris haben jetzt volle Rüstung. Ja. Und bei Peter fehlt nur noch ein kleines Stück, genauso wie bei Hardy fehlt aber noch alles. Da sehen wir Bram. Hardy hat noch nicht so viel gefunden, ne? Da hinten. Nee, der hat, glaube ich, versucht, erst Diamanten zu kriegen oder sowas. Kommt mir so vor. Wie bist du eigentlich genau gestorben, Jay? Also pass mal auf, ich bin gespawnt und hab mir erstmal halt Holz geholt, hab mir alle Holzsachen geholt und wollte dann eigentlich ein bisschen was fressen suchen noch und dann mich verpissen auch in die Unterwelt. Mhm. Und ich lauf und lauf und lauf, hab eine Kuh gefunden und lauf und lauf und lauf und lauf und plötzlich steht Christians Name vor mir. Und da habe ich mich natürlich direkt gebückt. Geduckt und naja, dann kam dann so die Sache so, was mache ich jetzt? Okay, verpisse ich mich oder gehe ich halt an? Und dann dachte ich mir so, geil, First Blood holen. Er ist gerade halt auch unvorsichtig, hat mich nicht bemerkt. Und dann bin ich halt im Guerilla-Modus so zwei Dinger runtergesprungen und habe ihn halt angegriffen, aber er hatte schon ein Steinschwert. Ich noch mit dem Holzschwert, der mich direkt kaputt gemacht mit zwei Schlingen. Oh nein. Ja, ich war halt sogar noch im Vorteil. Ein Steinschwert bei mir, verkackt. Oder hatte der ein Eisenschwert bei mir? Ich war im Vorteil. Das weiß ich gar nicht mehr. Und hab verkackt. Ich bin relativ schnell gestorben. Ich glaube, der hatte sogar wirklich schon ein Eisenschwert gehabt, ja. Na, machst du nix. Wenn nicht sogar nur das Steinschwert. Irgendwer muss ja mal das erste First Blood sein. Ich bin zumindest nicht durch eine ultra dumme Situation gestorben, glaube ich zumindest. Es geht dümmer. Der, was ich dir noch ganz kurz zeigen wollte, beziehungsweise selbst euch auch, euch beiden. Geht mal ungefähr dahin, geht mal zum Hardy. Ja. In die Mitte. Und dann, Moment. Wie gerade, das dauert etwas länger. Mit Steuerung fliegt ihr schneller, wenn ihr einmalig Steuerung drückt. Ja, ich flieg dir hinterher. Genau. Ui. Warte mal. Und da haben wir den Brammen noch, hier an seinem Spawnpunkt. Wo ist denn Brammen Spawnpunkt? Hier, der ist hier direkt Christian, unter mir. Christian ist bei Hardy gerade an der Statue. Nee, Bram. Ob er das bemerkt hat, das Häuschen? Das weiß ich nicht. Das gute, aber es ist da. Das ist nochmal schön das nachgebaut. Das ist das alte Häuschen, wo Dennis verreckt ist. Aber es ist außerhalb. Ja, man sieht's halt nur. Darauf haben wir geachtet. Wo ist denn sein Spawnpunkt? Hier drin. Ah, da. Okay, das hat er vielleicht gesehen. Vor allem mit dem Schild. Voll geil. So, wir gucken mal. Peter und Christian sind direkt. Nee, Peter und Bram sind in der Mitte. Beide zusammen. Direkt beim Hardy. Lol. Stimmt, die bekämpfen sich. Kämpfen sich, ja? Ja. Erstmal Bram in der Ego-Perspektive folgen. Vor allem hat er einen Bogen. Ja. Oh ja. Peter rennt natürlich weg. Ich glaube, der verbraucht ganz schön viel Essen dabei. Peter, oh, Bram hört auf. Uiui. Aber Bram hat auch